wie können wir denn so einen Algorithmus beschleunigen? Wenn ich also jetzt feststelle, ich implementiere da beispielsweise so ein Sortierverfahren, beispielsweise nehmen wir das Insertion Sort, was ist denn so die erste Idee, die uns vielleicht auffällt, wenn uns das einfach zu lange dauert? Warum verwenden wir nicht einfach eine schnellere Hardware? Oder beim Mediamarkt, da gibt es doch jetzt irgendwie den Intel Core 2 Duo mit noch mehr Megahertz oder Gigahertz. Und wir kaufen uns jetzt irgendwie einen Supercomputer und setzen den ein. Sondern wir machen uns Gedanken letztendlich um die Verbesserung des Algorithmus. Ja, also das vergessen wir ganz schnell, dass wir irgendwie mit schnellerer Hardware irgendwie die Probleme dann doch besser lösen können. Also sowas gilt immer irgendwie. Ein schneller Algorithmus auf einer langsamen Maschine wird immer schneller sein als ein langsamer Algorithmus auf einer schnellen Maschine. Man muss nur das Problem groß genug wählen. Dann kriegen wir das hin. Ja? Werden Sie gleich einsehen. Jetzt glauben Sie das vielleicht noch nicht so richtig, aber spätestens dann, wenn ich hinterher so ein paar Beispiele zeige, werden Sie mir das glauben. So, das heißt, was wir uns jetzt mal angucken, wie können wir denn feststellen, ob wir jetzt einen guten oder einen schlechten Algorithmus haben? Um sich dann vielleicht auch der Frage zu nähern, ob Insertion Sort jetzt ein guter Algorithmus ist. Das heißt, wir müssen uns Gedanken machen zur Analyse von Algorithmen. Wie machen wir denn das? Wir könnten uns jetzt da hinsetzen und implementieren wir das mal hier auf so einem PC, keine Ahnung, was da für ein Prozessor drin steckt. Stoppen wir mal die Zeit, wenn wir da jetzt 10.000 Elemente reinstecken und die sortieren wollen. Was meinen Sie, ist das ein guter Ansatz? Also wir müssen uns beispielsweise angucken, was kommen denn überhaupt für Probleminstanzen her? Und da gibt es, gerade wenn wir beispielsweise uns dieses Insertion Sort vor Augen halten, wann verhält sich das denn wohl ganz gut? Wenn die schon sortiert sind, weil, dann springen wir nämlich in diese Weilschleife überhaupt nicht rein. Und was wäre der sogenannte Worst Case, schlechtestmögliche Fall? Wenn sie genau andersrum sortiert sind, also wenn wir aufsteigend sortieren wollen und sie sind bereits absteigend sortiert, wenn also das größte Element hier vorne steht, ja, weil dann müssen wir nämlich sozusagen jedes Mal von hier, von dieser Stelle, bis ganz zum Anfang durchlaufen. Das heißt, wir laufen maximal oft hier durch diese Schleife durch. Also das war schon mal gut. Wir müssen uns irgendwie angucken, die Eingabe, die wir da reinstecken, das ist irgendwie unterschiedlich. Aber trotzdem fehlt uns noch irgendwas. Wie machen wir das jetzt? Wie bewerten wir jetzt oder können wir das irgendwie messen, wie gut ein Algorithmus ist? Das heißt, wir gucken uns einfach mal an, wie viele Operationen führen wir denn durch? Ja, also ich muss mir angucken, hier habe ich beispielsweise so eine Zuweisung. Also ich zähle letztendlich, wie viele Operationen ich durchführe. Und jetzt beispielsweise bei diesem Verfahren hier muss ich mir dann natürlich auch angucken, wie oft durchlaufe ich die Schleifen. Ja, und muss dann im Prinzip für jeden Schleifendurchlauf zählen. Nehmen wir mal diese innere Schleife hier. Für jeden Schleifendurchlauf haben wir irgendwie zwei Operationen. Und um jetzt dieses Ding vernünftig zu analysieren, müsste ich mir jetzt anschauen, ja, wie häufig wird diese Schleife aufgerufen? Sprich, wie oft wird diese äußere Schleife durchlaufen? Und dann muss ich einfach durchzählen. Und das müssen wir einfach aufsummieren. Wir müssen das Ding analysieren. Wir brauchen irgendwie eine Vorhersage oder eine Aussage über die benötigten Ressourcen, sprich über die Laufzeit und den Speicherplatzverbrauch. Und sozusagen diese erste Idee, die ich da eben präsentiert habe, sich hier mal so eine Stoppuhr zu nehmen und die Ausführungszeit zu stoppen, ist irgendwie nicht so richtig gut, weil es dann ja fürchterlich technologieabhängig ist. Und das wollen wir natürlich nicht, sondern wir verwenden im Prinzip ein ganz einfaches Ein-Prozessor-Modell und das schimpft sich dann Random Access Maschine. Und da gehen wir daher genau, was der Kollege sagte, wir zählen jetzt einfach die Operationen. Das heißt, jede Elementaroperation, also irgendwie eine Rechenoperation oder eine Zuweisung oder ein Vergleich oder beispielsweise auch ein Unterprogrammaufruf, benötigt genau einen Schritt. Ist natürlich so ein bisschen geschummelt, weil beispielsweise die Multiplikation ist aufwendiger als so eine Addition. Ja, aber da gehen wir einfach mal drüber hinweg. Wir sagen, das ist egal, wir addieren oder multiplizieren hier, das ist immer gleich teuer. Schleifen, also wiederholte Ausführung oder auch der Einsprung in so eine Routine, in so eine Unterroutine, das sind keine Elementaroperationen, sondern letztendlich die Hintereinanderausführung vieler Operationen. Das heißt, wenn so eine Schleife fünfmal durchlaufen wird, müssen wir sozusagen das, was da drin steckt, auch fünfmal zählen. Ja, und genauso bei so einem Aufruf von einer Unterroutine, der Aufruf selbst, also irgendwie dieser Sprung zu dieser Routine, der kostet mich einen Schritt, aber das, was dann da innen drin ausgeführt wird, das muss ich halt auch noch dazu rechnen. Ja, und irgendwie Zugriff auf Speicher, also beispielsweise Zugriff auf Variablen, egal was die jetzt für einen Typ haben, da setzen wir auch einen Schritt für an. Und wir gehen auch davon aus, wir haben beliebig viel Platz zur Verfügung. Warum machen wir diese elementaren Vereinfachungen?
Weil wir uns ja mit der Idee beschäftigen wollen, des Algorithmus. Wir wollen ja gucken, ist die Idee, die hinter diesem Algorithmus steckt, ist das eine gute Sache? Ja, und wenn wir jetzt wieder berücksichtigen würden hier, ach Mensch, diese unterschiedlichen Kosten quasi, die hier diese Operation verursachen, dann wird das Ganze viel zu komplex. Ja, das ist ähnlich sozusagen diese Argumentation, warum verwende ich diesen Pseudocode? Warum verwende ich jetzt nicht so eine Programmiersprache hier zur Darstellung? Weil wir wollen uns irgendwie so mit den groben Ideen, die hinter diesen Algorithmen stecken, beschäftigen und jetzt nicht mit allzu viel technologischem Ballast, der beispielsweise dann hinter diesen Operationen stecken würde, beschäftigen. Zumal, das werden wir später feststellen, so beim groben Blick darauf ist es völlig egal, ob das ein Plus oder ein Mal ist. Letztendlich ist es dann doch alles irgendwie gleich teuer, zumindest in so einer analytischen Betrachtung. Also das ist irgendwie unser Modell, mit dem wir arbeiten. Ganz einfach, wir zählen einfach ganz stumpf. Dann ist es natürlich noch relevant, wie groß die Eingabe überhaupt ist. Ja, eben kam schon, was für eine Art von Eingabe wir denn haben, ob die jetzt beispielsweise schon sortiert sind oder nicht. Das ist der eine Punkt, aber wir müssen auch angucken, wie viele Elemente sind das denn überhaupt? Und wenn ich jetzt zurückgehe auf die Beispiele, die wir das letzte Mal hatten, diese algorithmischen Probleme, da hatten wir Probleme, die hatten mit Zahlen zu tun. Wir hatten Probleme, die hatten irgendwie mit Worten zu tun. Wir hatten Probleme, die hatten mit Landkarten zu tun. Und da steckt natürlich immer eine unterschiedliche Komplexität dahinter. Das heißt, beispielsweise bei der Sortierung von so einem Feld, gucken wir uns an, wie groß ist denn das Feld? Wie viele Eingabeelemente haben wir denn überhaupt? Oder ja, wie viel Bit brauchen wir, um die Eingabe darzustellen? Oder beispielsweise beim Beispiel dieser Landkarte, das werden wir so zum Ende der Veranstaltung hin kennenlernen, wenn wir uns genau mit diesen Problemen beschäftigen, dann hängt es davon ab, wie viele Punkte haben wir denn auf dieser Landkarte und wie viele Kanten zur Verbindung dieser Punkte da vorhanden sind. Und die Analyse von so einem Algorithmus, da gucken wir uns jetzt einfach den Pseudocode an, überlegen uns bei der Eingabe, werden beispielsweise Schleifen so und so oft durchlaufen und zählen dann einfach die ausgeführten Operationen. Und als Basis dient uns da halt einfach die Random Access Machine. Ja, und wir gehen halt davon aus, sozusagen das, was ich eben sagte, was einen Schritt benötigt, das benötigt irgendwie konstante Zeit. Können wir sagen, das dauert eine Sekunde, wir können sagen, das dauert 10 Sekunden oder wir sagen, das dauert eine Millisekunde. Ja, und das stand da eben eigentlich schon, die Laufzeit ergibt sich dann aus der Anzahl der Ausführungen jeder Zeile, beispielsweise wenn wir Schleifen haben. Und das hatten wir auch schon gesagt, die Laufzeit kann abhängig sein von der speziellen Eingabe. Also man betrachtet sowas wie Worst Case, soll das heißen. Oder dem gegenüber steht beispielsweise der sogenannte Best Case. Ja, also günstigste Fall oder ungünstigste Fall.